Hallo, Ali hier und willkommen zum Dwarf-Stream am Sonntag. Ich müsste mich eigentlich entschuldigen, also vor allem für die auf YouTube, weil YouTube mochte mich die Woche überhaupt nicht. Ich konnte keine Videos hochladen. Der hat immer so nach 4-5% abgebrochen. Und dann konnte ich mir das, ich das irgendwie abends gestartet. Am nächsten Morgen, ne, Video immer noch bei 5%. Ich so, wird der doch verarschen. Deswegen kam da längere Zeit jetzt kein Video. Gut, wenn ihr dieses hier jetzt auf YouTube mitkriegt, hat sich das eh erledigt. Weil dann kamen ja wieder Videos, sonst könntet ihr das hier jetzt nicht sehen. Aber ich nehme das erstmal jetzt so hin. Ne? Ihr seid informiert, wenn auch sehr viel zu spät. Okay, wir hatten letztes Mal, genau, wir hatten hier das losgelassen und haben dann wieder aufgeräumt. Deswegen haben wir auch so viele Eidler, weil die jetzt alle erstmal hier der chillig am Saufen sind? Wahrscheinlich, ne? Der Stockpile mit den Käfigen ist voll, deswegen werden die anderen Käfige, die da noch leer sind, nicht weggeräumt. Da haben. Dampen wir das einfach alles? Warum nicht, ne? Wollen wir das einfach mal dampen? DD? Nein, nicht DD. Oh, oh. Dump, da da dump, DBD. So. So war's. Muss doch noch mal ein D vor. Wenn wir das jetzt alles dumpen, ist das alles weg. Aber das brauchen wir ja auch nicht, ne? Gut, für die Mechanics und die paar Käfige ist das zwar schade, aber für den Rest nicht. Jetzt müssten doch theoretisch alle Zwerge voll Bock haben, das wegzudumpen. Da liegen ganz viele Jaguarzähne. Immer dasselbe hier. Jede Schlägerei bringt immer Zähne. Haben wir schon ein paar Mal festgestellt, ist halt so. Hatten wir eigentlich noch mal ein Slab hergestellt? War da nicht mal irgendwie letztens noch mal ein Geist? Ja, ich wusste doch, da war noch was. Manchmal erinnere ich mich auch an irgendwas. Es kommt selten vor, aber manchmal funktioniert das. Ah. Ich habe dann letztens wieder angefangen, ein bisschen Satisfactory zu spielen. Jetzt, wo es dedizierte Server gibt, hat der Markus wieder einen Server, mal einen Server aufgesetzt, auf dem wir jetzt nebenbei ein bisschen spielen können. So als Ausgleich dafür, dass ich aktuell halt kein Warhammer spiele. Alter, du bist ganz schön langsam mit deinem mit deinem Steinchen da. Du wirst aber jetzt wahrscheinlich Platin schmelzen, wahrscheinlich, ne? Sieht so aus. Wie sieht das denn hier unten aus jetzt mit dem Adamantine? Ist noch ein bisschen was da, das ist gut. Denn wir brauchen das. Es sieht doch bestimmt auch noch was, ne? Da nicht, aber da. Doof, wenn es fast gleich aussieht. Und dann bleibt ja theoretisch als nächstes. Ja gut, da haben wir die ganzen Waffenfallen nochmal angelegt. Und dann schauen wir uns Cave 3 an. Ah. Bin aber noch sehr unschlüssig, weil ich traue mich nicht. Vielleicht sollte man mit Cave 1 anfangen. Wobei es egal ist, in beiden ist ein Forgotten Beast unterwegs. Ne? In 1 war es der Elefant und in 3 war es die Spinne. Das Problem in 1 ist halt nur, dass wir da überhaupt keine Verteidigung haben. Ne? Wo war 1? 1 war hier. Man könnte hier Wege bauen. Wegen Fallen. Und dann hier sozusagen einfach nur eine Wand vor. Das Problem ist halt, gut, man könnte überlegen. Ja gut, das ist halt der Weg nach unten, ne? Wenn wir Cave 1 verlieren, weil wir doch aus irgendeinem Grund da überrannt werden, warum auch immer, dann haben wir auch gleichzeitig Cave 3 verloren, ne? Das wäre doof. Ist das unser Riesenelefant? Ja, das Forgotten Beast, da ist es noch. Aber eigentlich möchte ich ja mal Cave 1 auch mal rein, ne?
Es wäre, glaube ich, mal angebracht. Nachdem wir uns oben um nichts mehr Sorgen machen müssen. Man könnte hier auch einfach eine Brücke reinsetzen. Oh, nur zum Absichern. Macht den Durchbruch, Militär rein, Brücke hoch und dann gucken wir mal, was der Riesenelefant da so fabriziert, oder? Weil ich Cave 3 eigentlich viel reizvoller finde. Wollen wir aber Cave 3 verteidigungsmäßig schon wenigstens vorbereitet haben, ne? Cave 1 ja eher nicht so. Außerdem ist in Cave 1 auch gar nichts, ne? Außerdem Biester wächst auch nichts. Da gibt es keine Spinnenseide und so weiter. Es lohnt sich eigentlich nur Cave 3. Warum vermissen wir jetzt schon wieder einen Hund? Scheint wieder zu viele Hunde, die haben sich ja gegenseitig umgebracht, ne? Kann zumindest sein. Ja. Bleiben wir erstmal optimistisch, dass sie sich gegenseitig umbringen. Der Captain of the Guard, ach, das war die Verurteilung, ne? Genau, das war die komische Verurteilung. Die ist egal. Können wir mal gucken, haben wir Justice-mäßig was offen? Jetzt wie jedes Mal? Nö. Dann haben wir das auch geklärt. Der Festung geht super. Die Zwerge sollten nur die ganzen Leichenberge jetzt da rausschaffen. Aber wie gesagt, da haben die keinen Bock drauf. Die sind einfach nur froh, dass die Taverne wieder auf ist. Nach dem großen Gemetzel da drinnen. Wir sollten dafür einen eigenen Raum anlegen. Aber wie bekommen wir die Gäste dann da rein? Das ist ja das Problem, ne? Wir wollen ja gegen die Gäste kämpfen lassen. Das können wir halt nur gezielt in der Taverne machen. Wir müssten zwei Tavernen machen. Eine Taverne für die Gäste und eine, die halt dann so aussieht. Und eine Taverne für die Zwerge. Wo die in Ruhe was trinken können. Ohne über Leichenberge zu stapfen, damit die Schweine, warum sterben die? Bringen die sich gegenseitig um? Weil auch zu voll? Wahrscheinlich, ne? Okay, die Särge habe ich alle zugewiesen, das ist alles gut. Ansonsten hatten wir das dritte Militär haben wir auch aufgestellt, ne? Genau, das dritte haben wir auf. Auch wenn die noch alle lernen müssen, weil das sind aktuell keine vernünftigen Mace Dwarfs. Ihr tragt auch wahrscheinlich aktuell nichts Vernünftiges. Ne? Doch, ihr habt eure Maces als einzelne. Ja, gut, nicht alle haben alles an, aber viele haben was an. Die müssen halt ein bisschen trainieren. Das heißt, wir sollten vielleicht nicht den dritten Trupp jetzt losschicken für die Angriffe auf die anderen Zivilisationen. Eigentlich müssten wir uns ja mal wieder revanchieren, ne? Weil es waren in letzter Zeit doch ein bisschen viele Angriffe. Da wäre Revanche eigentlich mal angebracht, oder? Die Frage ist nur, wer greift uns immer an? Oder wir holen uns doch mal einen Turm. Und man, da lebt nicht mal einer. Wenn wir das machen, haben wir verloren, ne? Also wenn die dort ein Totenbeschwörerbuch finden, haben wir verloren. Ich bin immer noch unschlüssig, ob ich das der Festung antun möchte. Ich hätte gerne Totenbeschwörer. Wie die letzten beiden Staffeln auch. Aber die letzten beiden Staffeln sind wegen Totenbeschwörern zugrunde gegangen. Auf der anderen Seite, unsere Verteidigung ist so stark durch die Magma, dass wir eigentlich nicht in den Kampf kommen müssen. Außer halt die Taverne dreht wieder durch. Um das zu verhindern, könnte man alles, was mit der Taverne zu tun hat, also die gesamte Fläche hier vor, zumindest mit Käfigfallen vollstopfen.
dass wenn da drinnen die Scheiße losbricht, die Körperteile in den Fallen hängen bleiben. Wir können es uns nämlich nicht erlauben, dass die hier rauskommen. Weil dann noch mehr Körperteile gleich noch mehr Böse davon und so weiter, das geht nicht. Also bevor wir uns das Totenbeschwörerbuch holen, müssen wir das hier absichern. Draußen ist kein Problem. Angreifer von da müssen wir nicht mit unseren Truppen bekämpfen, das macht die Magmafalle. Vielleicht hier vorne noch eine Brücke machen, dass man es zuziehen kann, damit die sozusagen, wenn sie kommen, hier, dass keiner rüberläuft. Dann kann man die hochklappen, also die laufen hier rein. Man klappt hier hoch. Die wollen wieder zurück, ist egal, weil dann kommt die Magma, spült die weg. Flat geht's wieder hoch, Brücke runter, nächsten Leute reinlassen, wieder Magma runter. Dann haben wir das Einzige, was dann vielleicht auch problematisch ist. Wobei die paar, die durchkommen, werden von den Waffenfallen aufgehalten. Also draußen Angriffe, kein Problem, kriegen wir aufgehalten. Wir haben die eine Sache nur verloren, weil wir ein Werbiest hatten, das wir nicht mitgekriegt haben. Das hat die eine zerlegt. Also wollen wir jetzt Totenbeschwörer uns hier anlegen? Haben wir da Bock drauf? Eigentlich schon, ne? Ah, ist ganz schlimm mit mir, ich weiß. Also hier ist eine Tür, da nicht. So, da ist die Brücke. Da läuft eh keiner. Und dann müssen wir theoretisch nur einmal machen wir hier so ein 5x5-Feld, will ich jetzt sagen. So eine Art, alles, was dann da an Körperteilen rauskommt, bleibt hoffentlich dann den Waffen in den Käfigfallen hängen. Gucken natürlich die Gäste auch doof. Alle, die in die Taverne wollen, haben dann erstmal hier hinten diesen riesigen Berg an Fallen davor. Aber es ist ja nicht unser Problem. Ich will einfach nur vermeiden, wie das, was wir halt vor ein paar Jahren hier hatten, wo das Durchdrehen der Gäste dafür gesorgt hat, dass wir 150 Zwerge verlieren. Ich möchte da nicht selbst verantwortlich für sein. Indem dann, wie gesagt, da drinnen Schlägerei losbricht und unsere Totenbeschwörer fangen an, dann irgendwelche Sachen wieder zu beleben, die nicht nett sind. Vor allem, weil der Raum aktuell sehr voll ist mit Knochen und Körperteilen. Die könnten alle aufstehen, die Fallen würden niemals reichen. Scheiße. Auf der anderen Seite haben wir ja die Brücke da drinnen, wir können das abriegeln. Dafür müsste ich es nur rechtzeitig mitkriegen, das ist das Problem. Ich müsste einen durchdrehenden Totenbeschwörer hier drinnen mitbekommen, rechtzeitig, damit die Aktivierung der Brücke überhaupt was bringt. Weil der Hebel dafür ist hier. Der bringt nichts mehr, wenn die Gegner da drinnen schon rausströmen. Ich will dieses Totenbeschwörerbuch haben. Eigentlich will ich das unbedingt. Die Frage ist nur, wann? Vielleicht wäre es cool, wenn wir erst Cave 3 erobern und uns dann um die Totenbeschwörer kümmern. Damit man sagen kann, wir haben vorher wirklich alles gemacht. Und haben uns dann dem Schicksal ergeben. Auf der anderen Seite täte es mir so leid um diese Festung. Nach über 140 Stunden da die Totenbeschwörer reinzulassen, ich weiß ja nicht. Aber die Zwerge haben eh nichts zu tun. Also, die haben was zu tun. Es macht nur keiner was. Das finde ich eigentlich am schlimmsten. 25 Alter, die sind wahrscheinlich alle gerade da drin am Saufen. Man sieht ja, wie viele Zwerge hier drin stehen. Aber es ist ja nicht so, dass wir genug Aufträge hätten, ne? Wir haben so viel zu tun.
Gut, das ganze Dampen habe ich gerade auch da, hier all die ganzen Waffenfallen zu befüllen und so weiter. Und hier sind sie, ne? Quatschen, quatschen, quatschen. Ich habe nichts zu tun, quatschen. Beten, nichts zu tun, quatschen, quatschen, quatschen. Die sind alle nur am Quatschen. Die Hälfte unserer Zwerge ist nur am Quatschen. Einen letzten Schuss nicht gehört. Warum? Ich habe mal wieder den genommen, der wieder ganz miese Laune hat. Ja, du siehst ganz viele Goblin- und Elfenkörper. Ich weiß, ihr seid in einem Raum voller Goblin- und Elfenkörper. Wo steht irgendwas bei, warum du so ganz deprimiert bist oder sowas? Nö. Ach, eigentlich geht's dem gut. Er hat halt eine intellektuelle Diskussion. Na gut, das magst du, ne? Schaust dir die Performance von unserer LeBlanc an, ne? Okay. Und das Miasma nervt euch. Ja, dann seid nicht in einem Raum voller Leichenteile. Dann stört euch auch der Verwesungsgeruch nicht. Ich kann da ja nichts für, die sind ja selber schuld. Die stehen da einfach alle und denken sich, yeah, voll geil hier. Alles Leichen und es stinkt. Hier möchte ich mein Bierchen trinken. Nicht länger drüber nachdenken. Guck mal, die Schweine, die verwesen auch vor sich hin. Nur den Hühnern scheint es gut zu gehen. Ist irgendwas hier? Nö. So, das sind aber jetzt alles nur. Achso, okay. Ich war gerade irritiert wegen den ganzen vermissten Tieren, aber ich glaube, das ist wirklich, wie gesagt, hier, weil die einfach sterben, vielleicht auch wegen Alter. Manche von den Schweinen sind ja auch schon ein bisschen älter, muss man ja dazu sagen. Müssen wir eigentlich hier. Hier sind jetzt ja ganz, ganz viele Knochen, ne? War da drunter nicht mal ein Butcher? Was ist denn aus der Butcherie geworden? Wo ist die Schlachterei hin? Deswegen liegen hier die Knochen rum, weil die Schlachterei kaputt ist. Wer hat die denn jetzt kaputt gemacht? Habe ich irgendeinen Tantrum verpasst? Wahrscheinlich, ne? Aber steht hier nirgends. Das ist wieder dieses hier. Dieses Lok unter A. Füllt sich nicht vernünftig. Kann man sowieso nicht nachverfolgen. Das war bestimmt schon beim letzten Mal mit den Knochen, oder? Ich weiß nicht. Irgendjemand hat die Butchery. Vielleicht ist sie auch einfach geplatzt, weil da zu viele Knochen drin waren. Man weiß es nicht.